Wer Angebote schreibt, ohne zu verkaufen, hat vergeblich gearbeitet, sagt Verkaufstrainer Oliver Schumacher. In dem nun folgenden Beitrag zeigt der fünffache Buchautor auf, mit welchen Fragen Anbieter leichter herausfinden können, ob sie überhaupt eine realistische Chance auf einen Auftrag haben. Außerdem gibt er ihnen einen Tipp, wie sie Angebote so nachfassen, dass sie Interessenten mit ihren Nachfragen eben nicht nerven. Also, gut zuhören, es lohnt sich. Hallo, heute möchte ich gerne mit Ihnen reden über das Thema schriftliche Angebote. Mein Name ist Oliver Schumacher und ich selbst habe schon oft genug erlebt, dass ich gerne Geld ausgeben wollte, aber es mir der Anbieter, wahrscheinlich ohne böse Absicht, unnötig schwer gemacht hat. Sie kennen es bestimmt, Sie rufen irgendwo an und sagen, hallo, schick mir doch mal ein Angebot. Dann kommt dann tatsächlich auch ein Angebot, aber der Anbieter, der Dienstleister, der Handwerker ruft nicht mehr an. Sie müssen als Kunde aktiv werden, um beispielsweise zu sagen, hallo, ich verstehe Ihr Angebot nicht oder hallo, ich hätte Sie gerne beauftragt. Doch ist das zeitgemäß? Als ich 2015 mein fünftes Buch veröffentlichte, Preise durchsetzen, da habe ich dann überlegt, wie komme ich denn mal ins Radio? Und dann tippte ich bei Google ein, PR-Agentur Radio, da stand dann auch auf Platz 1, 2 und 3 entsprechende Agenturen. Ich rief dort an und sagte, hallo, ich habe dazu ein Buch geschrieben zu diesem Thema und will gerne mal ins Radio kommen. Könnt ihr mir da helfen? Und alle drei hatten so ein bisschen Bedenken gehabt. Herr Schumacher, wissen Sie, an sich ist es ja gut, aber das Thema Preisverhandlung ist nicht ganz so volksnah. Und ich habe dann erwidert, weil ich war auf diesen Einwand vorbereitet, ja Moment, ab 2015 haben wir doch den gesetzlichen Mindestlohn. Darum haben doch viele Hörer das Problem, wie setze ich jetzt höhere Preise durch? Und darüber waren alle drei PR-Agenturen sehr erleichtert und sie sagten, jo, das ist ein toller Aufhänger. Alle drei schickten mir ein Angebot. Alle Angebote lagen zwischen 2,7 und 7,2, also zwischen 2.700 Euro und 7.200 Euro. Was meinen Sie, wie viele haben mich bis heute angerufen, um zu fragen, hey, wie machen wir denn weiter? Keiner. Keiner hat mich angerufen. Und da denke ich doch, wenn die nicht mal den Hintern hochkriegen, um mit mir den Auftrag zu machen, wie schlecht sind sie denn erst dann, wenn sie den Auftrag haben? Wenn ich allerdings so in Firmen bin und spreche dort mit Sachbearbeitern oder auch Verkäufern und frage, sag mal, wie macht ihr das denn so mit dem Angebote nachfassen, höre ich sehr oft Ausflüchte wie, dafür habe ich keine Zeit, was soll denn der Kunde denken, wenn ich da anrufe, nee, das finde ich nicht gut. Aber es ist doch so, wer Angebote schreibt, ohne zu verkaufen, arbeitet vergeblich. Und dazu ist Ihre Zeit viel zu wertvoll. Ich empfehle Ihnen deswegen, dass Sie sich viel mehr Mühe machen, wenn Sie die Daten aufnehmen, um ein Angebot überhaupt schreiben zu können. Fragen Sie also bitte nicht nur, was möchtest du und was noch und was noch? Hinterfragen Sie bitte nicht nur, wie kommst du darauf, ich habe noch eine andere Idee, darf ich Ihnen das auch anbieten? Sondern stellen Sie zukünftig drei ganz wichtige Fragen. Frage Nummer 1. Bis wann brauchst du das Angebot? Es ist nicht immer erforderlich, dass Sie sofort über Nacht ein Angebot erstellen. Manch ein Kunde wird auch sagen, du, ich habe noch 2 Wochen Zeit, das kannst du mir auch dann schicken, weil ich fahre erstmal in Urlaub. So können Sie sich dann nämlich besser organisieren. Die zweite entscheidende Frage ist, ab wann möchtest du denn überhaupt das Produkt oder die Dienstleistung haben? Ab wann soll es fertig sein? So können Sie sich auch besser organisieren und vielleicht daran erkennen, wie dringlich dieser Prozess überhaupt jetzt ist. Und die dritte ganz wichtige Frage ist, wann reden wir wieder? Das wird leider viel zu oft vergessen. Und dann fühlt man sich natürlich wie ein Bittsteller, wenn man nicht weiß, ob ich jetzt nach 3 Tagen oder nach 30 Tagen anrufen soll. Aber wenn Sie da jetzt so sitzen mit dem Kunden und ihn fragen, Herr Kunde, ich schicke Ihnen jetzt gerne ein Angebot, was meinen Sie, wann werden Sie denn voraussichtlich darüber entscheiden? Oder Herr Kunde, wissen Sie, es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn Vertreter oder Verkäufer nerven. Sagen Sie mal, wann darf ich mich denn wieder melden, weil ich möchte gerne den Auftrag machen und möchte ja gerne wissen, ob wir ins Geschäft kommen oder nicht. Wann reden wir denn wieder? Dann werden die Kunden in der Regel etwas zu Ihnen sagen. Beispielsweise, melde dich in 2 Wochen oder in 2 Monaten. Und sollte der Ablocken sein, nein, 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 das sage ich Ihnen nicht, dann empfehle ich Ihnen, das ganz offen zu thematisieren. Kalkulieren wir mal einfach nur mit 100 Euro pro Stunde. Wenn Sie 4-5 Stunden in ein Angebot investieren, hinfahren, zurückfahren, kalkulieren, drüber nachdenken, dann hat so ein Angebot schnell Kosten von 500 Euro verursacht.
Wenn Sie womöglich dann 10 Angebote im Monat rausschicken, das ist ja nicht unbedingt viel, sind das 5.000 Euro Kosten, die haben Sie. Ich finde, da haben Sie dann auch ein Grundrecht darauf, das Angebot rauszuschicken und auch mal nachzufragen, hey, wie machen wir denn konkret weiter? Also nur Mut. Denn Kunden kaufen immer. Die Frage ist nur, von wem? Im nächsten Teil werde ich Ihnen erklären, warum wir Menschen häufig das so machen, wie wir es machen und wie wir unser Verhalten ändern können, sowohl beruflich als auch privat. Ich wünsche Ihnen gute Verkaufserfolge und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis bald.